Herzlich willkommen zu Alpha Centauri. Vor ein paar Wochen kam nach einem Vortrag über die Bedeutung von Astronomie und Weltraumfahrt ein älterer Mann zu mir und fragte mich, sagen Sie mal, wieso reden Sie eigentlich immer nur über den Mars, dass man unbedingt zum Mars fliegen muss? Er hätte doch in den 50er und 60er Jahren noch gelesen, dass die Venus erdähnlich sei. Er hätte die gleiche Masse wie die Erde und warum er nicht zur Venus flögen, wenn am Mars alles so trocken ist und so weiter. Und es ist in der Tat so, ich habe da nochmal nachgeguckt, in den 50er und 60er Jahren noch hat man tatsächlich geglaubt, die Venus sei sowas wie eine, naja, wie eine ganz frühe Erde. Die Venus steht ja näher an der Sonne als die Erde und weil sie so wolkenbedeckt ist, ist sie auch so hell am Himmel. Deswegen ist sie der Abendstern und der Morgenstern. Also immer dann, wenn die Sonne auf- oder untergeht, dann findet man in ihrer unmittelbaren Nähe eine kleine weiße Scheibe am Himmel und das ist die Venus. Sie ist ein bisschen näher an der Sonne als wir, also sie steht ein paar 10 Millionen Kilometer näher dran. Das heißt, sie empfängt mehr Licht von der Sonne und weil ihre Wolken eben so dicht sind, strahlt sie sehr viel davon offensichtlich wieder ab, sollte man meinen. Und deswegen hatte man früher gedacht, die Venus, das ist ein Planet, wie die Erde mal war vor ein paar hundert Millionen Jahren. Große Bäume, Dinosaurier, die da rumlaufen und also ein Planet praktisch in seinen allerbesten Jahren, so ein Treibhaus. Hatte man gedacht. Und dann fand man heraus, was tatsächlich mit der Venus ist. Die Venus, das können Sie auf dem Bild hier sehen, die Venus ist die Hölle. Und die Venus ist überhaupt kein Zwilling der Erde. Denn die Frage, die der Mann stellt, ist die Venus nicht ein Zwilling der Erde, soll das Thema sein dieser Sendung. Und ich habe Ihnen das Geheimnis ja schon verraten. Die Venus ist leider kein Zwilling der Erde. Auch wenn sie genau die gleiche Masse hat und auch sonst eigentlich von der Erde gar nicht so verschieden ist. Das nämlich, was man von der Venus als allererstes lernen kann, ist also wie gesagt ihre Masse und auf der Karte, die Sie eben sehen konnten, dass die Venus geologisch jung ist. Sie gehört zu den Planetenkörpern, in dem Sonnensystem, in dem eben keine großen Krater an der Oberfläche zu sehen sind. Das, was Sie da allerdings sehen könnten, wenn die Regie das Bild noch mal reinbrächte, das ist eine Radarrekonstruktion. Die ist nachgebaut worden aus den Daten von Magellan. Magellan war eine amerikanische Sonde, die man zur Venus geschickt hat. Die sollte nun mit Hilfe von Radiostrahlen, mit Radarstrahlen, nämlich die Oberfläche kartieren der Venus. Und sollte herausbringen, wie ihre Geologie aussieht, wie ihre Oberflächenbeschaffenheit aussieht. Und die Venus ist offensichtlich ein sehr flacher Planet. Auf der Erde ist der Unterschied zwischen der tiefsten und der höchsten Stelle von der Größenordnung von 20 Kilometern. Auf der Venus sind es 2 Kilometer. Die Venus besteht nur aus Hochebenen, die mit relativ geringem Höhenunterschied zum Rest. Warum ist das so? Warum ist dieser Planet so komisch? Dass wir nicht reingucken können. Wieso hat er so viele Wolken, dass wir nicht durchgucken können? Was für eine Oberflächenbeschaffenheit hat er? Dieser Planet strahlt Radiostrahlung ab. Und die Radiostrahlung eines solchen Körpers ist ein Maß für die Temperatur. Und als man zum ersten Mal von der Venus Radiostrahlung wirklich in einer vernünftigen Art und Weise messen konnte, da traute man seinen Augen kaum. Wenn es stimmt, was man da gemessen hatte, dann wären auf diesem Planeten Temperaturen von 450 Grad Celsius. Das ist eine Temperatur, bei der Blei und Zink schmelzen. Da war schon klar, dass ein Flug zur Venus für Menschen sowieso uninteressant ist, aber Sonden dahin zu schicken, ist auch nicht einfach, denn bei 450 Grad, da bleibt kein Auge trocken. In dem Zusammenhang ist es natürlich interessant, wie kam es eigentlich in den 50er und 60er Jahren, dass etliche sogenannte Sachbuchautoren davon berichteten, sie wären von Venusianern und Venusianerinnen besucht worden. Das müssen ja ganz heiße Feger gewesen sein, die auf so einer Planetenoberfläche immer noch den Kopf über Wasser gehalten. Dabei gibt es überhaupt kein Wasser auf der Venus. Bei 450 Grad Celsius gibt es kein Wasser. Aber gut, 450 Grad. Und dann schickte man tatsächlich die ersten Sonden dahin. Amerikaner haben ein paar hingeschickt, die Russen haben ein paar hingeschickt. Und diese Sonden haben versucht, weich zu landen. Die meisten Sonden sind zerbrochen beim Landen, sind einfach auf die Oberfläche aufgeschlagen. Einige haben es geschafft
Und aber diejenigen, die zerbrochen sind, haben beim Durchfliegen der Atmosphäre eines gemessen. Auf der Venus herrscht hoher Druck. Lebewesen dort ständen unter hohem Druck. Nämlich 90 Atmosphären. Platsch. Also da, auf diesem Planeten, kann kein Leben sein. Und als man es dann tatsächlich schaffte, eine Sonde zur Venus zu bringen, die dort auch noch weich landete und für ein paar Minuten wenigstens dieser Hölle standzuhalten, da hatte man tatsächlich zum ersten Mal ein Bild der Hölle. Venera 13, die russische Sonde, schaffte es und blieb für einige Minuten in der Lage, ein Bild der Oberfläche zu machen. Und das ist ein direktes Bild der Venusoberfläche. Das, was Sie hier sehen, deutet Ihnen ein bisschen an, wie es auf diesem Planeten ist. Er ist strohtrocken, gnadenlos trocken. 450 Grad Celsius, da gibt es kein Wasser, es gibt keinen Wasserdampf, es gibt nichts, überhaupt nichts. Dieser Planet ist von einer sehr dichten Wolkendecke umgeben. Und deswegen ist das Sonnenlicht auch nicht so hell wie bei uns auf der Erde, sondern es ist eben nur rötlich. Das Licht wird unglaublich gestreut und auf diese Art und Weise ist die Venusoberfläche von einem rötlichen Lichtdunst, möchte ich fast sagen, eingelegt. Wie kommt das? Dieser Planet ist so schwer wie die Erde. Gut, er ist ein bisschen näher dran, aber doch nicht für 450 Grad Celsius. Das ist ein bisschen viel. Nun, das kommt durch einen Effekt zustande, den wir alle kennen. Und wir versuchen ja auch gerade hier ihn auf der Erde sozusagen großräumig zu erzeugen, den sogenannten Treibhauseffekt. Die Atmosphäre der Venus besteht zu 96% aus Kohlendioxid. Ein bisschen Stickstoff noch dabei, kein Wasser, nix. Wieso ist das da so? Wieso ist dieser Planet so anders als die Erde? Wieso hat er so eine andere Atmosphäre? Nun, auf der Venus hat es, wenn es überhaupt mal Wasser gegeben hat, dann ist dieses Wasser relativ schnell verdampft, hat sich zerlegt und es ist nichts mehr übrig geblieben. Der Wasserstoff ist verschwunden, der Sauerstoff ist an das Kohlendioxid angekoppelt worden und das Wasser war weg. Auf unserer Erde hat im entscheidenden Moment ein Jahrhunderttausende langer Regen dazu geführt, dass ein großer Teil des Kohlendioxids aus der Atmosphäre unserer Erde, unserer Urerde, herausgewaschen wurde. Deswegen gibt es die Carbonatgesteine, also Gips zum Beispiel. Auf der Venus ist das nicht passiert. Auf der Venus war es praktisch immer so trocken, dass niemals Wasser auf die Oberfläche gefallen ist. Auf der Venus gibt es aber noch was anderes, was zum Beispiel das Landen eines elektronischen Gerätes unglaublich schwierig macht. Es gibt Schwefelsäurewolken. Ich sagte ja schon, die Oberfläche der Venus ist also sehr jung, ein paar hundert Millionen Jahre alt nur, also nicht so wie Merkur oder Mond, wo man ja in die Urzeiten des Sonnensystems reingucken kann, denn die Oberflächen sind von Kratern zermahlen. Auf der Venus ist Vulkanismus da. Es gibt also sehr, sehr große Vulkane und dieser Vulkanismus setzt natürlich Schwefeldioxid frei. Und der Schwefeldioxid hat tatsächlich Schwefelsäurewolken produziert. Jetzt müssen Sie sich das mal überlegen. Schwefelsäurewolken in einer Atmosphäre aus Kohlendioxid. Wenn dort so ein elektronisches Equipment wie das von einer hochentwickelten Sonde zum Beispiel reingerät, da muss man schon Glück haben, dass man dann so ein Foto machen kann wie hier Venera 13, dass diese Sonde das überhaupt übersteht. Und diese Schwefelsäurewolken verursachen sozusagen auch Schwefelsäureregen ab und zu auf diesem Planeten. Dieser Planet ist ansonsten eigentlich sehr erdähnlich. Wie gesagt, ich sagte schon die Masse. Er hat allerdings eine Eigenschaft, die auch nicht so einfach zu verstehen ist. Er dreht sich nämlich genau andersrum als die anderen Planeten. Die Venus dreht sich sozusagen mit dem Uhrzeigersinn. Alle anderen Planeten drehen sich gegen den Uhrzeigersinn. Die Venus dreht sich mit dem Uhrzeigersinn. Und die Venus dreht sich sehr langsam. Also sie dreht sich um die Sonne in 224 Tagen und ihr Jahr und ihr Tag ist praktisch genauso lang, fast so lang. Also mit diesem Planeten muss irgendetwas früher passiert sein, dass der sich in seiner Drehrichtung völlig anders verhält als alle anderen Planeten und auch mit seiner Atmosphäre muss irgendetwas passiert sein, dass sie so anders ist als sein Nachbar Erde. Die Venus ist sozusagen das Paradebeispiel dafür, was mit drei Planeten passiert, die um einen Stern wie unsere Sonne herumreisen. Wir haben auf der einen Seite ganz weit draußen den Mars. Der ist zwar viel kleiner als die Erde und die Venus,
bietet uns aber möglicherweise eines Tages die Möglichkeit an, auch mal da zu landen, möglicherweise auch eine Station aufzumachen, weil er hält wenigstens ein bisschen Atmosphäre. Aber er ist sehr trocken und er hat offensichtlich vielleicht mal Wasser gehabt, das wissen wir nicht so genau, aber immerhin, er bietet eine Art von Geologie an der Oberfläche an, die wir verstehen können. Da gibt es Canyons, es gibt hohe Berge und so weiter, schön. In der Mitte die Erde, die es offensichtlich irgendwie hingekriegt hat, in diesem Temperaturfeld der Sonne eine vernünftige, für Leben vernünftige Temperatur aufrechtzuerhalten. Und innen drin die Venus. Die Venus mit ihrer umgedrehten Richtung. Ansonsten besteht sie zu gleichen Teilen eigentlich aus den gleichen schweren Elementen wie die Erde, nämlich Nickel, Mangan, Kohlenstoff und so weiter. Es gibt Schwefel und das alles. Also das ist eigentlich eine normale Planetenzusammensetzung. Aber sie dreht sich nicht und sie hat es nicht geschafft, eine lebendige Atmosphäre aufzubauen. Das Wetter auf der Venus ist ziemlich langweilig. Man hat nämlich immer die gleiche Bewölkung. Man hat überall die gleichen Temperaturen. Es gibt also fast überhaupt keine Temperaturunterschiede. Und sie ist im Wesentlichen von großen Wolkenfeldern bedeckt, die es uns eben völlig unmöglich machen, dagegen was direkt da drauf zu sehen. Und insofern ist dieses Bild von Venera 13 eine echte Seltenheit. Es gibt noch etwas bei der Venus, was besonders ist. Sie hat kein eigenes Magnetfeld. Bei der Venus spielt sich etwas an ihrer der Sonne zugewandten Seite ab, was wir in unserer Erdatmosphäre oder in unserer Erdmagnetosphäre gar nicht so kennen. Nicht? Die Erde hat ja ein Dipolmagnetfeld und dieser Dipol wird vom Sonnenwind angeblasen und so wird also das Magnetfeld an der Vorderseite der Erde sozusagen nach hinten verzogen, wie beim Fahrradfahrer das Haar nach hinten weht. Bei der Venus spielt sich was ganz anderes ab. Da hämmert der Sonnenwind mehr oder weniger direkt auf die Venusatmosphäre drauf, ionisiert sie. Und dabei, bei dieser Ionisation, das heißt, es entstehen geladene Teilchen, entstehen auf einmal Magnetfelder. Es entstehen also solche Schläuche, magnetische Schläuche auf einmal, die aber mit dem Magnetfeld der Venus nichts zu tun haben. Die hat nämlich keins. Sie hat deswegen keins. Wir werden fragen, warum hat die keins? Weil sie sich nicht dreht. Nämlich zu einem Dynamo, nämlich zu einem Dipolfeld, wie die Erde es zum Beispiel hat, gehört es, dass der Planet sich drehen kann, schnell genug, und dass seine Konvektion stark genug ist, also die Bewegungen im Planeteninnern. Nun wissen wir vom Vulkanismus, dass die Venus diese Bewegung sicherlich hat. Nicht so stark wie die Erde, bei der ja diese ganz große Plattentektonik durch die innere Konvektion angetrieben wird, wo die Kontinente sich hin und her bewegen. Bei der Venus scheint alles mehr in solchen kleinen Trichtern zu gehen. Deswegen hat sie einen ziemlich ausgeprägten lokalen Vulkanismus. Aber ansonsten ist die Venus für uns heutzutage, was das Thema Landen betrifft, also können wir Menschen zum Planeten Venus bringen, ist kein Thema mehr, das würde man nie tun. Wir können ja schon kaum unsere unbelebte Technik dahin bringen. Die Venus wird auch kein Planet sein, auf dem es sich lohnen wird, in absehbarer Zeit mal, ne, vielleicht sagen wir mal in ein paar Millionen Jahren zu landen, denn die Sonne wird immer heißer werden. Und je heißer die Sonne wird, umso heißer wird es natürlich auch auf der Venus. Denn dieser Ultratreibhauseffekt, der lernt uns eigentlich nur eines. Wir sollten mit unserem Planeten sehr vorsichtig umgehen, damit es uns nicht eines Tages so geht wie den Venusianern in der Science-Fiction-Literatur, dass wir nämlich schlagartig verschwinden.